Heyo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Half-Life 2, Episode 2. Gut, wir sind jetzt immer noch in der Höhle. Ich vermute, wir haben da oben schon was übersehen. Damit schaffen wir es wieder nicht. Ist zum Kotzen. Ich könnte das ja mit Noclip nachgucken, aber irgendwie, soweit ich die Sheets anmache, geht es ja gar nicht mehr. Ja, ist klar, logisch, dass es dann nicht mehr gilt. So, ich gucke mich nochmal ganz genau um. Ich weiß auf jeden Fall, hier waren auch noch mal richtig fies versteckte. So unter Wasser so und so Dinger. Genau. Da geht's schon los. Okay, die Wesen sind tot. Da, genau, dieses Vieh zum Beispiel. Oder hier. Aber hier bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ne, hier war nichts. Okay. Hier leuchtet's einfach nur. Okay. Wir schwimmen trotzdem. Schnauze und stirb. Oh, ich muss hoch. Auch Sauerstoff. Okay. Beinen hätten wir schon mal. Ach, zum Glück ist die übrigens diese Zensur hier weg, die sie früher mal hatten, eine Zeit lang, auch wo es mit Counter-Strike so losging. Dass die hier. Oh. Gott, da kann ich mich noch so dran erinnern, dass hier die sich die Gegner alle aufgelöst haben. Ey, oh Mann. Naja. So. Hier sind nochmal zwei. Die leben da irgendwie noch. Autsch. Hallo. Okay. Zum Glück ist hier genug Leben. Dank den Larven ist hier genug. Scheiße, wie ich doch gleich wieder abgehauen. Ich gehe auch gleich nochmal zurück und hole mir die Schrotmoni, die ich davor noch hatte. Ach, das mal ein Demner. Okay. Hier lag noch Schrotmoni, oder? Da irgendwo noch Schrotmoni gesehen. Ach, der hast du denn schon eingesammelt, war? Na egal. Es war nicht die letzte Schrotmunition. So. Aha, dich hätte ich auch wieder übersehen. Nein, nein. Ganz kurz nochmal hier gucken. Einfach nie bin ich gekommen, war? Ja. Alles in Ordnung. Okay, okay. Und hier hinten ist auch nichts, oder? Ah, Magnum Muni. Sehr gut. Sehr gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Und hier ist nochmal auf jeden Fall die eine. Und da sind noch ein paar mehr. Aber da kommen wir jetzt eigentlich noch hin. Wow. Wow. Der habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Kam so um die Ecke gepusht. So, jetzt hoffe ich, die ich gesehen hatte. Boah, Alter. Jetzt ist gut hier. Okay, das sind die habe ich gesehen von da. Du bist ja sehr schlau. Verdammt. So, okay, ich dachte, das Netz geht kaputt. Und dann fallen sie meistens immer gleich alle runter. So, wir können ja dann gleich mal irgendwann mal nochmal gucken, wie viele wir schon haben. Aber das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern. Hahaha. Hier ist nichts weiter, wa? Nee, die hatten wir alle gekillt. Gut. Ha, haut ab. Scheiße, ich weiß nicht, ob man das erledigen kann. Das oh, zwei Treffer schon.
Decke ist auch nichts weiter, oder? Nee. Stell die noch. Und ich nutze natürlich immer diese sozusagen Abkürzung. Wow! Alter! Das Kackvieh auf einmal von hinten. Okay. Mich das Scheiß hier voll ausgetrickst, ey. Aber es ist nicht so schlimm. Wie gesagt, die verbrauchen ja eigentlich nicht wirklich was. Okay. Hier ist schon mal alles erledigt. Ja, aber das war's im Dead schon. Und ich sag mal, es kommt später nochmal eine Höhle. Und dann kommt. Ja, eine große kommt nochmal. Und da sind noch ein paar drinne. Ich weiß gar nicht, ob ich dann mal hier schon alle gefunden habe oder ob mir die Lenten fehlt. Oh, hätte ich die jetzt vorher abknallen müssen? Eigentlich nicht. Das ist geil. Das Geräusch finde ich auch sowas von super. So, wir gucken mal kurz. Ja, 93. Ich glaube, das hatte ich immer hier. Na gut, egal. So, das ist jetzt eine richtig coole Szene. Hallo? Ich bewege mich gar nicht und er macht nichts. Du Blödmann, das ist Gordon Freeman. Richtig. Der Vortigon sagte, er sei auf dem Weg. Dr. Freeman, Alex Vance ist hier drüben. Der Ward kümmert sich um sie. Ja, das sind Billiggeschütze. So. Bevor wir da hingehen, schnappe ich mir eben mal die ganzen Sachen. Ist hier noch Munition oder sowas gewesen? Außer das, was ich aufgesammelt habe? Nee, okay. Okay. Ich schnapp mir das mal alles bis nach hinten, weil ich brauch das hier und nicht da. Okay. Nochmal SMG-Muni. Achso, hatte ich ja schon. Laden wir mal eben nach. Hier sind überall Minen. Brauche ich die für den Anfang? Eigentlich brauche ich die erst wirklich viel später. Nach Lambo kann ich nicht weiter. Tja, okay. Zwei Geschütze und halt haufenweise Minen. Aber wir setzen schon mal ein paar. Dafür sind sie halt nun mal da. Die kommen irgendwo hier hinten raus, war, glaube ich. Okay. Ich glaube aber, dass die ersten Dinger noch gingen. Freeman, es ist gut. Alex Vance ringt mit dem Tode. Die meinen sind noch nicht da. Fürs Erste müssen wir ungestört sein. Naja, also das. Wenn du schon da bist, Freeman, kannst du uns auch helfen. Ich erkläre dir, die Ameisenlöwen sind Suren. Hier ist Nachschub, wenn was ist. Medikits, Munition und so. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das hier so schlau war. Ich glaube. Hey Freeman, komm hierher. Nee, warte mal. Ich glaube, ich habe das alles vorher verteilt. Und dann habe ich hinterher alles mit den Geschützen gesteuert. Scheiße. Hey Doc, hier drüben. Im Ernst, Doc, du musst das Abwehrsystem vor dem nächsten Angriff kennen. Ja. Der nervt mich aber auch, ey. Okay. Hey Freeman, komm
Hey Doc, hier drüben. So. Alles gesehen? Wir müssen uns beeilen. Okay. Du musst das Abwehrsystem vor dem nächsten Angriff kennen. Ja, jetzt kommt ja noch kein Angriff, merkst du doch, du Pfeifer. So, wir müssen ein bisschen größeren Abstand nehmen, weil die sind manchmal so schnell, dass sie gleich in die nächste Mine rennen. Das ist natürlich dumm. Ich glaube, das ist zu nah. Okay. Du musst das Abwehrsystem vor dem nächsten Angriff kennen. Das ist definitiv zu nah hier. Okay, das ist in Ordnung. Und hier. Okay. So, jetzt zeig mir dein scheiß Abwehrsystem. Wir müssen uns beeilen. Okay, los, leg los. Der Sensor leuchtet, wenn ein Ameisenlöwe durch den Tunnel kommt. Mehr Lichter heißt mehr Ameisenlöwen. Ja. Wenn ein Tunnel aufleuchtet, blockieren wir ihn mit Türmen. Ganz schön einfach, ha? Hm. Hey, Doc. Auf dem Weg hierher. Dir ist niemand gefolgt, oder? Hör nicht auf ihn, Doc. Wir sind angespannt, denn hier wimmelt's von Ameisenlöwen. Der Wurf sagt, solange wir nicht auf ihn landen, sollten sie uns vom Nest aus nicht hören. Nun oh. Ja, ich würde es nicht unbedingt darauf ankommen lassen. Wir haben nur noch zwei Türme. Und selbst diese sind nur noch mit Draht und Klebeband zusammengehalten. Ja, so sehen die aus. Sie da zu haben. Aber ich würde nicht die Hand für sie ins Feuer legen. Hey, zeig Dr. Freeman doch mal, wo der Nachschub ist, ja? Oh ja, da unten beim Wort. Toll. Ja, mein Gott. Ja, und das machen wir ganz einfach. So. Also so werde ich das halbwegs steuern. Später werde ich, glaube ich, nur hier hinstellen und mich um den Rest so kümmern. Treffer! Weil die Geschütze so hauen ganz gut rein. Aber cool sehen sie aus, wa? So schön besprayt und so. Schon mal einen Ameisenlöwen gesehen? Wollen die mich verarschen? Okay. Hier, Shackley! Wir haben den Durchbruch. Alles okay, solange sie nur einen Tunnel nehmen. Hey, Freeman, hört um die Türme. Ja, ja. Da sind auch noch Minen drin, von daher brauche ich mir keinen Kopf machen. Vor allem, die klingen auch alle anders, das ist ziemlich cool. Ja, mach mal bitte. Das ist hier nicht ganz optimal. Wobei das Ding hier mich auch mich so stören könnte. Vielleicht werde ich hier mal eine Mine außerhalb setzen, weil wenn sie hier schon durchkommen. So. Oh. Schwarm bei 24! Komm, beeil dich, los! Okay. Komm schon, komme! Die werde ich einfach schießen. Ah! Die vordere Mine werde ich wahrscheinlich einfach schießen. Ah, jetzt kommen wir schon mal ein bisschen mehr. Wie er schreit, ey. Wie so ein Baby, ey. Ich schieße einfach mal ein bisschen mit rein. Dann ist er einfach durch. Wow. Okay, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen.